mir echt leid, aber ja, ihr müsst das von den Merks ausbaden. Ja. Okay. Tschö. Tschö. So, wir sehen jetzt Breakout Spa. Vorsicht, du hängst hier. Okay, alles gut. Breakout Spa. Ja, Lukas, was ist los? Wann ist Spielpause? Bekomme ich hier gerade die Frage reingereicht vom jüngsten Co-Moderator aller Zeiten. Wann haben wir Spielpause? Ich meine nach diesem Block. So, ansonsten Regie, kannst du das bestätigen? Wann haben wir denn Spielpause? Okay, die Regie weiß es auch nicht. Nicht schlecht. Marvin, bleibst du mit hier oben? So, der Micha und der Marvin sind hier. Dann würde ich an der Stelle nochmal ein bisschen mich übergeben. Ja. Und sagen, vielen Dank erstmal bis hierher. Wenn ihr noch Fragen, Anträge, Beleidigungen habt, bitte ab in den Chat, rein damit und wir nehmen uns der Sachen gerne an. Danke und bis gleich. So, Kompanie 91, wir gehen nochmal runter. Vielleicht ist noch ein bisschen Arbeit reingekommen. Hallo, ich habe Messer. Alles klar. Ja, so, finden wir uns, orientieren wir uns mal gerade. Ich schätze, wir befinden uns in dem Block Breakout Spa gegen Offenburg Common Edger, yes, und Fast and Deadly versus Braindead Amstetten. Weswegen wir den Disco hier oben schon wieder nicht sehen. Das ist keine Arbeitsverweigerung, die spielen tatsächlich häufiger. Ja, 4 oder 5 Spiele bestimmt, ne? Ja, wette ich. Ja, ja, ja. Das hohe Alter lässt ihn halt auch nicht so oft die Treppe hier hochsteigen. So, ihr seht hier unten schon mal die... die Base von Breakout, Maulau hier im Bild, Nick Rippel. Und ja, genau, wen sehen wir da? Maulau. Nick Rippel sehe ich da. Den links Axel. Müsste der Manu sein. Ja, ganz, ne? Genau. Axel und ja. Der Leonid Smotrov. Der Leonid Smotrov, genau, der bis jetzt auch, glaube ich, fast jeden Punkt auf dem Feld stand. Ja, wobei da ist auch ein anderer bei, ein bekanntes Gesicht. Ja, ich habe es eben schon mal gesagt. Was sagst du denn dazu? Ich habe eben schon gesagt, ey, ich konnte es auf Englisch nicht übersetzen, als gerade eben hier der Jim von den Luckys oben saß. Wir mussten es in Deutsch sagen. Er sagte, der Grund, warum er hier wäre, wäre Fachkräftemangel. Ja. Ja, also deutsche Fachkräfte auf jeden Fall immer gefragt. Ja, der Moritz Bernsson ist wieder hier. Genau, der groß verkündet hat, er geht jetzt endlich nach gefühlt 1800 Jahren Paintball in den Ruhestand. Letztes Jahr hat er auch 2 Spieltage durchgehalten. Beim dritten war es dann jetzt augenscheinlich wieder vorbei. So, und das, obwohl ich schon die ganze Saison nicht müde werde zu sagen, dass Breakout Spa natürlich ein absolutes Luxusproblem hat, ihr Kader zu besetzen, weil da ist jede Position, glaube ich, einfach doppelt besetzt. Ja, auf jeden Fall. Und nur mit Topspielern. Ja, ja, also die haben wirklich tatsächlich hier ein absolutes Luxusproblem und scheint auch tatsächlich so zu sein, als ob sie dieses Jahr davon profitieren wollen. So manchmal hat man ja den Eindruck, so, sie nehmen es so locker, dass sie halt hier und da auch mal was wegschmeißen. Aber ich glaube jetzt gerade... geht's dann. Man will es, glaube ich, auch ein bisschen spannend halten. Genau, so halt es jetzt doch ein bisschen spannend, sonst wäre ja auch doof. So, wo habe ich denn hier Brandon? Aber auf der anderen Seite, witzigerweise, ist auch ein altes, nee, zwei alte bekannte Gesichter auf Seiten von Kamen Etja. Und zwar gibt es zum einen The Bob, genau. Erich Kempinski, Instinct habe ich eben auch schon gesagt, tut auch einfach gut, ihn zu sehen. Letzten Spieltag auch schon hier gewesen, allerdings kurzfristig seine Karte abgeben müssen. Dafür haben wir so, freuen wir uns umso mehr, dass er jetzt wieder am Start ist. Und wen meinst du noch? Den Schubi. Ja, Sebastian Schubert, Schubi, ganz genau. Kamen Etja, Herz und Urgestein. Korrekt. So, ihr seht hier Kamen Etja. Fast identischer, nahezu identischer Breakout bei beiden Teams. Nur, dass der Schubi jetzt der einzige Spieler bisher ist, den ich hier sehe, außer dem Meloy, der auch das kleine T-Pack so ein bisschen mit vom Break. Das ist bei Maloy natürlich aufgrund der Körpergröße ein bisschen anderer. Jetzt auf jeden Fall der Move. Die Seconds kommen zuerst von Braindead. Hier der Maulau, der aufzieht. Ja, aber also Breakout. Der, oh, da hat der Manu, wollte ein bisschen zu viel. Ist hinten aufgeflogen beim T-Pack-Attack. Aber jetzt der Schubi läuft dem Mau genau durch die Line. Trifft er den? Nein. Nee, aber die Kommunikation ist da. Der Mau hat ihn auf jeden Fall auf dem Schirm. Ja. Jetzt ziehen sie hier den Jan Stieber bei Kamen Etja auf den Tempel vor. Hier unten ist der Nick aber schon in der Snake. Ja, was mich ein bisschen wundert, dass sie wenig über die Snake pushen jetzt direkt. Ich hätte gedacht, das hätte ich bei denen jetzt stärker gesehen, aber wahrscheinlich ist es auch genau das, worauf Kamen Etja eigentlich getippt hätte. Die sehen nämlich jetzt gerade, dass sie alles rüberziehen. Da muss der Bob hinten bei einem Headcheck verlassen, ja. Und der Jan Stieber hat auf jeden Fall den Move back gemacht, um hier die Snake zuzuhalten. Genau, hat den Job übernommen auf jeden Fall. Wichtig ist es halt für den Schubi, sich halt jetzt da nicht treffen zu lassen. Ja. Er wird gerade gecheckt. So, und der Nick ist hier schon in der Snake 15. Der Schubi hat ihn überhaupt nicht am Schirm. Hat ihn überhaupt nicht am Schirm.
Aber der Nick weiß es auch nicht. Der Nick weiß es auch nicht. Beide tatsächlich, ne, das T-Pack, also weder Schubi noch... Rutscht der Nick 10 cm zurück, sieht er den. Das Problem ist, dass jetzt sieht der Nick ihn und wird den Schubi. Da hat er einen Schubi geschossen. Wunderschön. Wundert mich ein bisschen, weil eigentlich hat der Jan Stieber hier Feuer bekommen vom Nick und hätte ihm eigentlich den Call geben müssen. Ja, eigentlich hätte er ihm sagen müssen. So, und es ist jetzt quasi der Jan, der sich hier alleine noch verteidigt hat und da kommt der Punkt. Aber gegen 4. Der Einzige, der sich hat treffen lassen, war der Manu. Ja. Und das, das war eben tatsächlich in der Begegnung auch schon so, wo sie halt wirklich die Punkte im Schnitt wirklich, wenn überhaupt, mal mit einem Spieler geknipst gegangen sind. Wie gesagt, war der Manu ein bisschen hier zu viel gewollt, sonst wäre der auch safe gewesen. Der hat halt auch Hummel im Arsch, ne? Der will sich halt auch bewegen. Der Rest geht das jetzt hier ein bisschen ruhiger an. Naja. Muss mal schauen, wie es passt auf dem Layout. Ja, ne? ich versuche hier gerade immer noch so ein bisschen gleichzeitig mal den Chats mitzulesen, das ist ganz interessant ist so. Hier wird auf jeden Fall viel kommentiert. Gerade bei Twitch habe ich gestern echt falsch eingeschätzt. So, nichtsdestotrotz, Brainerd M. Stetten hier von rechts, die auf jeden Fall auch on fire sind heute. Und gegen Fast and Deadly. Verlieren ihren Snake-Läufer direkt. Ja, der läuft direkt bis ins Saisonende. Nee, Quatsch, nach Hause. Aber, ja, genau, bis in die Pit auf jeden Fall. Bis in die Pit, so, da geht auch der T-Pack. Aber oh, nee, doch nicht. Beide Seiten... stark eigentlich auf der T-Back-Seite aufgestellt. Das ist jetzt das Battle vom Dimi gegen den Max Solzbach. Mhm. Oh, da jetzt ist aber definitiv hinten der T-Back-Spieler weg von Fast and Deadly. Und auch der Center jetzt zerfällt Fast and Deadly ein bisschen die Einsteile. Genau, macht sie hier ganz gut. Wer ist das? Der Hase von ihm, glaube ich. Ne? Ja. Der ist aber auch, ist er raus? Jetzt nur Snake Corner hier, jetzt können sie es eigentlich austaulen. Also das war's. 40 Sekunden Punkt bisher. Läuft also tatsächlich auch für Braindead hier, glaube ich, ganz gut. Ich habe nicht alle Ergebnisse heute für Braindead im Kopf gehabt. Wir kriegen bestimmt gleich mal kurz eine Live-Tabelle hier hochgeworfen von der Regie. Ja, fantastisch. Die Regie ich lese hier gerade, da will jemand Steiners Jersey haben. Will jemand Steiners Jersey haben? Ja, aber getragen, gewaschen, ungewaschen. Egal wie. Eingerahmt, vielleicht meldest du dich einfach mal bei dem. Ganz schöner Personenkult hier, aber warum auch nicht? Ja, ich finde das super. Ja, den Personenkult brauchen wir im Paintball. Ja. So, wir haben die Tabelle. Ihr seht es hier gerade, Breakouts bei aktuell noch auf der 1, gefolgt von den Lucky 17s, die Mercs auf der 3, Hurricanes auf der 4, Offenburg Common Edger auf der 5. Ich sehe es nicht ganz genau, relativ eng die Top 4 beieinander. Da ist noch viel drin. Preds auf 7, ich glaube, unverändert. Rain of Fire haben es, glaube ich, ein bisschen, müssen heute was gewonnen haben. Ich meine, Rain of Fire nach dem letzten Spieltag, letzter Platz? Ich meine schon, haben also heute irgendwas gewonnen. So, wir gehen wieder runter zu Common Edger. Die Frage ist halt, finden die halt eine Antwort, um den Manu halt da aus den T-Backs rauszuhalten? Weil der greift auf jeden Fall schon wieder an. Ist schon wieder im T-Back 2. Lustig, Manu macht es jetzt allerdings auch tatsächlich. Also wirklich die einzigen drei Spieler, die ich bis jetzt gesehen habe, die Deckung überhaupt aktiv mit einziehen. Das Ding ist halt, zwischen diesem kleinen schwarzen T-Back und dem nächstgrößeren können halt quer ganz viele Leute reinschießen. Ne? Und du hast halt manchmal, während jetzt gerade der hintere Spieler, der Mau wird gerade getroffen. Aber das Ding ist halt, du kannst beim Break manchmal da durchrutschen. Es ist aber schwierig, ne? Also das ist super gefährlich. Aber der Manu macht das Ding gerade fertig. Trifft da seinen ehemaligen Teamkollegen, den Schubi, trifft den Bob, trifft den Stieber, drei Leute. Ja, Schneider hat hier aufgemacht, kriegt Longline, einer aus der Snake raus. Ja. Das dürfte es gewesen sein für Common Edger. Auch wieder selbe Situation, vier Spieler live, Breakout. Und das gegen Common Edger, die auf jeden Fall jetzt kein Erfahrungsdefizit haben. Nein, ganz gar nicht. Aber weißt du, wo ich denke, dass es hier steht und fällt? Einfach mit der Aggression. Weißt du, sitzt du in der ersten Deckung und schießt ein bisschen cross, ist das vielleicht witzig anzuschauen, aber gewinnen tut ja der hier aggressiver spielt. Also, ne, du hast es ja gerade gesehen, der Manu ist halt einfach über die T-Back-Seite durchgegangen. In dem Punkt davor hat das halt auch probiert, ist getroffen worden. Insgesamt ist es aber so, wer hier halt am Drücker ist, der gewinnt halt die Punkte. Tatsächlich, ich habe es eben schon mal gesagt, ich sag mal, die Menge an verschiedener Gameplans auf diesem Layout ist begrenzt. Im Wesentlichen kann man davon ausgehen, dass fast alle Teams mehr oder minder zwei von ihren drei, vier Gameplans gleich identisch haben. Und da ist dann halt auch oftmals die Frage, dass du den gegenteiligen Gameplan gerade zu deinem Gegner einfach findest. So, die Spots und die Zonen schießt sowieso, kann sowieso jeder hier schießen. Ja. So, Braindead jetzt gerade im Vorwärtsgang. Fast and Deadly machen das, was hier heute keinem Team bisher geholfen hat, nämlich den Center auszudoppeln. Ja, und aber dann sind ja beim T-Back 3. Ja, aber sie haben es trotzdem nicht geschafft, den Snake Runner da zu hindern. Und jetzt schießt er einfach da alles weg. So, räumt halt die komplette Seite auf. Da vorne kippt alles weg. Das ist dann halt immer mal so ein... Oh, aber da haben wir noch... Vier Leute hat er auf jeden Fall getroffen, der Snake-Spieler. Ja, ja, ja.
Jo, also ganz, ganz aggressives Ding nach vorne hier von Braindead. Wir begrüßen hier oben auf dem Turm einen weiteren Gast. Ja, die Franzi hat sich hier angeschlichen. So. Ja, gibt es den Punkt? Ich wette, den gibt's für Raider. Wie lange hat das jetzt gedauert? Oh, da kam ein Outcall. Oh, nein. Da gibt's noch eine Strafe gegen Braindead. Warum macht man denn sowas? Haben die noch jemanden auf dem Feld? Ne, da hinten, der Willi ist auch getroffen. Jo, dann drei Leute. No Point. Ich glaube, das ist ein No-Point. No-Point nach der, ich wollte gerade sagen, wie lange haben die jetzt für den Punkt gebraucht? No 20 Sekunden, Junge. 25 Sekunden hätte ich vermutet. Ja. Not super bad. Bitter. Not bad. Komm, ich rutsche dir sogar noch so ein bisschen hier ran. Jetzt sind wir genau mittig. Willkommen, Franzi. Genau, ich sehe jetzt genau, mein Gesicht ist im Fadenkreuz, wie sonst auch. Ja, geht gerade ganz kräftig ab hier oben. Ich merke schon, ich finde es auch, warte mal, ich muss mich hier kurz hier konzentrieren. Wir haben Breakout und wir haben, Leute, das ist das mega spannende Spiel. Da kann ja ich jetzt hier einfach also tatsächlich, reingrätschen. Klar kannst du. Tatsächlich ist es so, dass beide Spiele in dem Block relativ ähnlich laufen, nämlich Breakout spielt in etwa genauso wie Braindead gerade spielt. So. Also die rollen gerade drüber. So, und tatsächlich, Kamen Edger hat bestimmt einiges da normal entgegenzusetzen und ist auch tabellentechnisch jetzt absolut noch in Schlagweite, eigentlich. Aber kriegen das gerade nicht geschafft, gegen das, was Breakout da auffährt, irgendwas zu antworten. Was hast du uns denn sagen, zu erzählen? Man muss ja dazu sagen, ganz kurz nur, Side Story, die Rollen übers Feld, der Mo spielt ja auch heute damit. Der war sehr schlecht. Den hast du jetzt extra. Ich wollte gerade sagen, ich darf das, weil der Mo von mir immer Essen und Trinken bekommt. Das ist gut, also wir haben auch eben Essen schon. Und Trinken. Ich erzähl doch Essen mal. Trinken. Erzähl doch mal. Was möchtet ihr denn wissen? Du, wir haben doch am ersten Spieltag, haben wir doch mal so Namen gesammelt für deine. Ganz wichtig, ganz Bude. Genau. Wir haben im ganzen letzten Sommer und im Winter einfach immer nur gesagt Bude oder Franzis Bude oder. Oh, hier Heavy Snake jetzt bei Breakout. Und da haben wir dann Namen gesammelt und haben dann probiert abzustimmen, welcher der wichtigste und schönste Name ist. Genau, da haben sich ganz viele geäußert und es waren ganz viele tolle Ideen. War wirklich, also waren einige dabei. Es lief ungefähr so ab, dass mir dann am Sonntagabend die DPL eine riesen Liste geschickt hat. Genau, und ich habe mir dann den für mich passendsten, schönsten Namen rausgesucht. Okay. Genau, und daraufhin hat mir die DPL dann einen extrem tollen Banner, ich lach schon, komm, weil der jetzt schon da hinten aufgerollert wird, einen mega Banner gemacht. Und jetzt hat die Bude einen Namen. Und ja, der Nick, der Schubi hat auf jeden Fall jetzt den Nick im Rücken erwischt und jetzt geht der Schubi bassern. Ja, so. Und also dann, und jetzt muss ich den, Leute, was erzähle ich von der Bude, das ist da unten gerade voll das Massaker. Jetzt ist der Punkt ja gelaufen, der wird ja gerade gecheckt. Jetzt könnt ihr, was ich gerade sagen. So, jetzt, also. Ja. Und jetzt schauen wir jetzt sehen wir auch gleich bestimmt das Banner um. Ja, ich wollte gerade sagen, also der Tom schläft ja nicht, der ist ja da. Die Nummer ist jetzt quasi hier unten gerade durch. Also wir haben es gerade abschließend gesehen, Affenbach Kamen Edger hat dann nochmal den Punkt gemacht. Und ich stehe hier, warte mal. Also der Name ist Steinerdeiner. Steinerdeiner. Jetzt kann man sehen. Genau. Benannt Vielen nach. Vielen Dank. Ja, ich heiße jetzt auch Steiner seit 2 Jahren. Benannt nach der Frau auf dem Bild. Deshalb darf das so heißen. Ja. Also es waren, wie gesagt, viele coole Namen tatsächlich und der ist mir aber direkt ins Auge geschossen. Auch wieder blöde Side-Story dazu, es gab ja einen Preis zu gewinnen, einen Wochen- bzw. einen Tag mit den Hurricanes in der Pit und dann noch ein bisschen was zu essen bei mir, Frühstück, Mittagessen. Und wie es halt immer so ist, ich suche mir das dann aus und mache das so für mich und habe dann mit Arne und mit Sven das schon besprochen, dann war das Logo schon in Planung, dann war alles schon quasi fertig und irgendwann mal bei einem Hurricanes-Training kam halt Marvin auf mich zu und sagt so, na, hast du schon einen Namen? Ich sag, ja, ich habe was total Tolles. Er sagt, und? Welcher ist es denn geworden? Sag ich nicht, ist Geheimnis und so, ne? Genau. Wird da erst heute hier veröffentlicht. Ja, es kommt eh nichts über Steinerdeiner.
Ja, und dann, ich habe ihn da angeschaut, ich sag, ist das dein Shit ernst? Und er so, ja, wieso? Das ist doch das, was ich gesagt habe. Ich so, nein, ist es nicht. Ist eh das Coolste, sag ich. Oder das Coolste. Ja, wie kann es denn immer sein? Jetzt hat der das heißt also, tatsächlich... Der Marvin hat einen Tag mit den Hurricanes gewonnen. Und das Essen, das Schlimmste ist ja, der Typ, der isst ja 5.500 Kalorien am Tag. Jetzt wäre ich noch arm. Aber... Nein, natürlich mache ich das natürlich nicht. Ich gebe das natürlich gerne weiter. Ganz genau. An jemanden, der kein Hurricane ist zum Beispiel. Und jetzt habe ich mir dann überlegt, damit es auch fair ist. Ja. Wir machen jetzt noch eine Schätzfrage. Jo. Und ihr dürft gerne kommentieren, was ihr schätzt. Also wer mitmachen möchte. Es gibt dann, wie gesagt, den Sonntag hier mit den Hurricanes. So ein bisschen in der Pit mit sein. So ein bisschen hinter den Kulissen, sage ich jetzt mal, und dann natürlich von mir reichlich Versorgung zu gewinnen am finalen Spieltag, der ja hoffentlich noch spannend wird, auch für die Hurricanes. Jo. Genau, und wenn ihr mitmachen möchtet, könnt ihr jetzt bis, ich sag mal, was haben wir jetzt? 15 Uhr oder so, würde ich sagen. Nee. Nein, bis 15 Uhr, Entschuldigung, ich bin schon wieder, ich überschlag mich schon wieder. Genau, also ihr dürft einmal schätzen, wie viel Liter Kaffee der beste Verkaufsschlager an meiner Bude, im Steiner Diner, Entschuldigung. Ever war. Wie viel Liter Kaffee ich an einem Bundesliga-Wochenende rausgebe. Wie viel Liter Kaffee werden an einem Bundesliga-Wochenende hier rausgegeben? Das ist die Frage. Antwort in Litern. In Litern, genau, und ich möchte, dass bis 15 Uhr könnt ihr hier kommentieren und Marvin schreibt immer schön mit. Genau. 21 Liter. Oder Sven, nee, du darfst nicht mitmachen. Ich darf nicht mitmachen. Nein. Du bist auch, also als übrigens, Brett. Mama, wenn du zuschaust, du auch nicht. Ja. Keine Familie von Steiners oder irgendwelche Hurricanes. Der Marco hat schon einen guten Tipp, alle. Ihr könnt auch einfach sagen, wer von wem er denkt, von wem er namentlich denkt, dass er seinen Kaffee mit Schuss hier trinkt. Ah, guck mal, da kommen der, schon die ersten. Der Marco ja, hat richtig. Das gleiche vorgeschlagen wie der Steiner gestern. Ja? Steiner sagt auch alle. Ja, aber guck mal, da kommen schon die ersten. Ja, 120 Liter wird hier direkt bei YouTube kommentiert. Wundert mich gar nicht. So, vielleicht schwenkt man nochmal gerade runter bitte aufs Spiel. Ja, bitte unbedingt. Interessanten Punkt haben wir hier verpasst. Jetzt verpassen wir einen noch interessanteren Break von Kamen Edger, die jetzt zum zweiten Mal hier die Tonne doublen. Und hat sind wir bei der Snake schon? Ja, hat tatsächlich aber ebenso für sie nicht funktioniert. So, der Bob muss da hinten auf der Backline jetzt sein Handtuch nehmen. So, der Schubi kassiert da gerade eine Strafe. Oh je. Ja, das war's dann jetzt schon wieder für Kamen Edger. Breakout ist in der Snake. Ja, und im T-Back 4. Ja, ja okay. Oder T-Back 5. Nur noch der Dennis Schneider hier und der Timo Reck für Kamen Edger auf dem Feld. Aber der Manu ist einfach nicht. Da hat der Manu halt auch den Schneider geschossen und das ist auch eine denkbar Nick kämpft noch da unten nochmal. Stark undankbare Position gewesen halt eben für Dingsmus. Er hat den. Ja. Da wer spielt Paul. Denn hier bei Breakout eigentlich jetzt den Snaker, nachdem der Marc... Der Nick und der Leonid Smotrov. Beides der Mau hat heute Morgen auch schon zwei Punkte Snake gespielt. Aber der Leonid ist ja auch kein schlechter. Nee, also... Ja, die Sprache ist komisch halt, ne? Und ja, aber der Mau macht hier heute so einen Bertnikow-Job. Macht also den so haben sie einen mauen Eindruck. Nee, also einen mauen Eindruck, genau. Der war noch flacher als der von der Franzi gerade. Das ist aber auch das Einzige, was flach an mir ist. Ja, genau. Ah, der war jetzt wieder gut. Drück irgendwas. Du hast jetzt extra nicht den Bullshit. Nee, aber Panik wäre auch gut gewesen, ja. Ja, Panik, genau. Panik. So, Fakt ist auf jeden Fall, der Mau hat tatsächlich heute irgendwann in der ersten Begegnung von denen, haben sie die ersten zwei oder drei Punkte Snack spielen lassen, danach auf T-Pack-Attacker-Seite. Also, wie wir eben gesagt haben, Breakout, leichte Luxusprobleme, jede Position irgendwie doppelt besetzt. Wobei, wer fehlt? Welchen Namen hast du heute jetzt noch nicht genannt bei Breakout? Der Mack ist nicht da. Mack ist verletzt, habe ich gehört. Ganz oder genau, was? Der Mack ist verletzt. Ja, der Zauberer himself. Axel spielt. Also Mo spielt ja sogar. Ja, den haben sie am Freitag noch so ein bisschen reaktiviert. Ja, genau. Trainierst du wegen morgen mit uns? Ja, es war halt klar, dass der Mack für die Snake ausfällt, deswegen haben sie Mo wieder angerufen. Wie war die Frage mit den Litern? Die Frage mit den Litern war, Kaffee. Der hier verkauft wird. 500 viele, Liter, 300 Liter sehe ich Liter hier schon gerade. Wie viele Liter werden hier am Wochenende verkauft? Ja, Schätzfrage. Ich bin auch reich. Ja. Also bei 500 Litern. Also bei 500 Liter steige ich auch ins Kaffeegeschäft ein. Auf dem Parkplatz dann allerdings. Nix da hier. Und bei Einfahrt 30 km/h. Ja, aber wir haben ja hier auch ganz verschiedenste Sorten. Nein, bitte. Es zählt nur wirklich der heiße Kaffee. Okay, ja. Ich mache ja auch bombastischen Eiskaffee. Gott, ist das blöd, sowas selber zu sagen. Aber er ist halt echt auch gut. Ja, nee, man kann das auch gut sagen. Kannst du das ruhig behaupten? Es müsste dir erstmal jemand das Gegenteil beweisen. Behauptung auf
aufstellen, ist immer total Außerdem super. Können wir in Baden-Württemberg alles, außer Hochdeutsch. Ja, das stimmt, tatsächlich. Ich bin auch gar nicht... Ja, das ist dein Problem. Baden-Württemberg ist ja auch mehr so ein Satelliten, okay. So ein Satellitenbundesland. Ja, als es wirklich nur das Becherler heißen Kaffee. Bitte. Wie viele Toiletten haben wir denn da? Vielleicht kann man das da herleiten, weil Kaffee treibt. Ja, genau. Wir haben Willst drei, du noch den Rohrquerschnitt wissen? Wir haben drei Toiletten und zwei Pissoirs. Ja, das kann man jetzt überlegen. Also je nachdem, wie hoch da der Pegelstand ist, je nachdem, wir haben ganz viele Bäume. Das stimmt, ja. Sehr viele Bäume. Das ist auch übrigens von Wäldern. Ja, das ist auch übrigens der Grund für den gelben Bach. Hey, Moment. Hauptsächlich ist es eigentlich alles Kaffeeurin. Ja. Ja. So, trotzdem geht es hier jetzt unten gleich mal weiter. Hier wird ja, noch die ein bisschen diskutiert. Machen gerade Rev-Team-Meeting. Ja, tatsächlich war es auch gerade eben ein vollkommen konfuser Punkt jetzt gerade, weil es gab definitiv so einiges. Ihr zu Hause werdet es gesehen haben. Wir haben es jetzt gerade eben mit anderen Themen ein bisschen verquatscht, aber es sei uns bitte entschuldigt. Die Frage war ja, warum hat der T-Bag-Typ, der T-Bag-Spieler eine Strafe bekommen? Genau, und warum standen zu dem Zeitpunkt schon fünf Refs neben ihm, die ihn da auscallen mussten? Und dann hat es, glaube ich, der Herr Gottschalk vom Braindead noch gemacht. Ist tatsächlich ein bisschen komische Situation gewesen. Hier seht ihr mal die wunderschöne Ref-Cam am Kopf. Waren wir doch bei Breakout. Den Punkt davor war, Ja, bei Breakout. Ja. Und die Situation war doch so, der Schubi war doch alleine da auf der Seite und der Bob ist vorher getroffen worden. Dann ist der Schubi getroffen worden, hat irgendwie einen One-for-One gekriegt. Schubi hat einen One-for-One bekommen und so. Und dann war aber auch gerade noch hier der Timo alleine in der Snake, als der kurz bevor der Nick ging. Dann ist es ausgetaut worden. Aber wir hatten auch gerade eine sehr strittige Situation mit Braindead gegen Fast and Deadly. Das war also auch ein sehr, sehr konfuser Punkt, der fast auch noch mit Glück für Offenbach Fast and Deadly ausgegangen wäre. Also erster Punkt, wo Braindead jetzt nicht wirklich sicher ausgesehen hat. Also Glück können Fast and Deadly im Moment auch gebrauchen. Ja. Haben die sind, glaube ich, mittlerweile ganz runtergerutscht. Ja, die haben, glaube ich, eine 0-4-Klatsche gekriegt heute Morgen. Ja. Also. Wie gesagt, also Roff muss irgendwas gemacht haben, um aus der Laterne zumindest temporär wegzukommen. So, und jetzt eigentlich teilweise super aggressiv hier gewesen, Fast and Deadly. Jetzt spielen sie auf einmal einen defensiven Break. Ist vielleicht auch angebracht gegen Braindead. Braindead schießt halt auf jeden Fall hier bei Fast and Deadly die T-Pack 1-Geschichte weg. Verliert aber auch einen Spieler, hat aber jetzt schon die Snake 2 geladen. Und das sieht mir nach einer Strafe aus. Ja. Da kommt ein One-for-One vollkommen zurecht. Ja. Die ganze Seite ich mag weg immer diesen, und jetzt schießen alle diesen, nur noch auf die Doritos-Seite und der Snake-Spieler muss einfach nur noch laufen. Das war es jetzt, also wie gesagt, nur der Center, dass der Center jetzt da überhaupt noch aufmachen will. Au, dann hätten sie doch den Hasen nochmal hier in... Ja, hast recht, hätte man überleben lassen können, man hätte es laufen lassen können. Tatsächlich bringt mich das aber jetzt dazu. Ich habe Ihnen heute schon mal unterstellt, dass Sie wahrscheinlich wieder keinen Coach unten haben, aber augenscheinlich haben Sie doch jemanden. Ja, ja, doch. Weil heute Morgen waren ein paar Punkte, wo ich mir auch gedacht habe, das hätten Sie jetzt austauschen können. Und als Sie gegen Breakout gespielt haben, war aber zum Beispiel mal die Situation, da war das der Hase gegen zwei, gegen den Moritz und gegen den Axel. Ja. Und das hat auf jeden Fall der Hase 1A gelöst. Der hat nämlich einen Draw rausgeholt. Er hat einen Draw rausgeholt. Tatsächlich eben habe ich auch noch gesehen, so für die auf jeden Fall, das wird einer der wichtigeren Draws dieser Saison gewesen sein. Ich bin ja immer noch, ne, wie oft muss ich eigentlich sagen, dass ich keine Draws mehr sehen will, bis mir endlich jemand die Draws wegnimmt. Möchtest du auch noch mal was zu Draws sagen, Marvin? Willst du wieder in die Overtime? Ja, auf jeden Fall will ich wieder in die Overtime. Also einfach One-on-One-Shootout, fertig. Kein Mensch will Draws. Es gibt keinen Spieler, der einen Draw will. Da hatten wir unlängst auch das... jetzt geht's wieder. Jetzt müssen wir nochmal gucken. 3:1 für Breakout Spa. Breakout Spa, nicht so aggressiver Break, aber definitiv sich auch nicht hinten reingestellt. Da kommt ein Schuss beim Nick Ripple ans Handgelenk. Der geht dafür auch raus. Kamen Edger noch Manu komplett. Der Manu wird jetzt gecheckt. Oh, hat der Ref ihn schon angezählt. Der Manu muss gehen. Mau fliegt da vorne auch ab. Ja, jetzt tatsächlich gerade mal ein Fehlstart. Knauf und wer sitzt da hinten noch? Leonid, ne? Leonid müsste das sein, genau. Jetzt auch nicht so schlecht. Die haben aber beide jetzt ganz... Leonid hat es erwischt. Ja, also aber das war's. Der Manu hat ja so Glück gehabt, ne? Der hat seit Break an seiner Knarre da rumgemacht und hat nach dem Hit gesucht, sagen wir mal. Mhm. Ja, und hat kein Penalty. Ja. Mhm. Oh je. Naja, Tatsache ist auf jeden Fall, ne, auch Kamen Edger hat den Count jetzt nicht so ganz mitgezählt, sind ein bisschen überrascht, dass es doch rausgeholt ist. Ist ja auch komisch, dass man nach 10 Sekunden 5 Breakout-Spieler trifft. Richtig. Macht aber auch tatsächlich jetzt das Nummer durchaus wieder spannender, denn 3:2, das es jetzt gleich sein wird, bei guten fast 5 Minuten auf der Uhr. Sind die Five Alive, oder? Ja, die sind Five Alive. Die sind Five Alive und vielleicht kommen sie jetzt nochmal zurück. 5 Minuten reichen definitiv aus, um alles rauszuschießen. Letztendlich wollen wir ja an der Tabellenspitze spannende Spiele haben. Definitiv. Soll ich dir sagen, in den letzten zwei Spieltagen hat Breakout alles gemercied. Ha, krass. Aber pass auf, weißt du, was jetzt passiert? Nein. Die holen jetzt den Moritz aufs Feld. Ja. Lassen den Moritz in diesen großen Tempel auf der Snack-Seite laufen und der schießt auch in Richtung T-Back und dann werden die so das Spiel aufbauen.
Die haben gerade ohne Moog gespielt, gell? Ganz genau. Die haben das hat der Axel auch im Training einmal gemacht. Ist, ja, der Leonid ist ja kein schlechter, aber also so ein Moritz Berntson, den zu ersetzen. Ja, überhaupt auch körperlich und so. Ja. Brauchst ja zwei von diesen Im Training raus. Haben sie dann auch ein, zwei Punkte abgegeben, da hat Knauf gesagt, hier, komm Mo, geh rauf, haben sie alles gewonnen, hat mir Mo gerade erzählt. Ne? Ganz ja, deswegen stolz. Ist auch wieder gekommen. So, hier, Braindead Amstetten von links. Und kommt Laden hier direkt Snake. Beide, die Snake, nur doch beide ganz. Ja, er ist jetzt schon hier, Snake 50. Ja, der Dini wird getroffen und direkt der nächste auf der T-Bex-Seite. Da kann er direkt drei. So durchschießen. Ja, ne? Also sieht man das hier schön? Komplett ja, offenbar fast deadly. Das ist echt ein Problem von denen jetzt gewesen. Denn was ist passiert? Sie haben den Break eigentlich gut hinbekommen. Sind safe oh, jetzt aus dem eine Strafe gegen Brandon. Oh, der Bunker hat keinen. Und er macht hier sehr gut gemacht von dem fast deadly. Der muss jetzt hier... Ne, ich glaube, der ist ja gerade ein 3 ganz reingelaufen. Der aber Max ist noch da. 1 gegen 1. Läuft jetzt zurück, 1 gegen 1. Der Hase hat ihn gesehen, der Hase hat ihn gesehen. Ist er nicht? Doch, oh, jetzt ist er überslidet. Ist er noch safe? Eieiei, was? Jetzt ist, also gleiche Deckungen, oder? Ja, der Max hat es nicht ganz auf dem Schirm. Der hat nämlich gerade noch geguckt, ob er noch einen Crossschuss kriegt. Aber er weiß auf jeden Fall, dass hier hinten der Corner, dass er da Longline-Tape ist. Aber wer war das? Der Ella, der durchgelaufen ist, oder was? Oder? Ich habe nicht genau gesehen. Ich weiß es auch nicht, aber er hat es richtig gemacht. Hase. So, der Hase. Der Hase. Okay, weil das Ding ist, wenn du halt durchläufst, während der Ref gerade probiert, eine Strafe zu ziehen, und du schießt die ganze Zeit die Leute weg und der Ref muss immer zum nächsten laufen, dann geht das Spiel ja immer so weiter. Ja. Ne? Da muss halt der Ref den nächsten ziehen. Er hat gut schnell geschaltet, das auszunutzen. Tatsächlich hat er auch noch ein bisschen... Überragend. Das war das One-on-One, was man nicht verlieren durfte. Ja, so, und damit macht Braindead Amstetten das... Physical Contact. Physical Contact, ja. Der war gut. Ich glaub, das ist der ist auch eher so einer von der aggressiven Sorte. Ja, der Max, ne? Ja, aber Wahnsinn, ich glaub, das ist ein der ist halt auch voll der. Ja, ich denke auch. Und ich glaube, da gibt es auch ID-Karte weg. ID-Karte weg. Aber ja. Lifetime-Ban. Ich bin mir auch nicht sicher. Also der und der Timo sind ja bekannt für Messerstechereien ab Feld. Timo Reck, oha. Oha. Ja. So, hat der Max auf jeden Fall hier verdient das Mercy gegen Offenbach Fast and Deadly perfekt gemacht. Zweite Mercy, was heute Braindead macht, gell? Ja, tatsächlich, glaube ich schon. Wer ist denn eben 6-2 ausgegangen? Ah, ne, das war was anderes. Kann durchaus sein. Auf jeden Fall Breakout. Also tatsächlich macht Breakout das, was ich von Breakout erwarte. Also sie haben das gegen Rain of Fire, meine ich, weil ich krieg's ja immer nur in meiner Bude mit. Im Steiner Diner mit. Ne? Aber ich erfahre ja schon viel, muss ich sagen da. Das ist wie bei so einer Bar. Die erzählen mir immer Adiles Sorgen. Ich sehe keinen Moritz. Also was ist denn da jetzt falsch gelaufen? Nee, hast du hier falsch getippt. Ja, die haben halt auch keinen Coach. So, der Timo hier wieder in der Snake, muss sich aber checken lassen. Der Ref geht schon innen. Das heißt schon was, wenn der Timo jetzt innen geht. Der Ref hinterher mit. Schubi fliegt da hinten ab. Der Bob fliegt da auch weg. Ja, Bob hat es aber eigentlich ganz richtig gemacht. Der hat direkt gemerkt, dass der Schubi weg ist und hat versucht, die Position nach hinten wieder aufzufüllen. Machst du halt irgendwie schwierig gegen Breakout, die den Schuss da doppelt besetzt hatten. Messerstecherei wird hier nochmal im Chat gefragt. Ja, Messerstecherei. Ihr müsst nicht immer, ne, das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist alles zu glauben, was ich sage. Leute, die mich kennen, wissen das. Nein, der Timo ist, glaube ich, das Schäfchen unter den Paintballern, Erwachsenen. Der ist jetzt mittlerweile erwachsen, ja. Er ist so, also, ein netter Mann. Co-Coach der Herren-Nationalmannschaft. Ja. Co-Coach. Das sieht so aus, als ob hier der Timo unten, es ist noch der Timo, der wieder zurückgegangen ist. Ja. Der macht hier die Flunder und ist aber sauber zum zweiten Mal. Hat aber einfach das Problem, dass die Deckung jetzt einfach ganz, ganz schlecht für ihn liegt. Ja, und jetzt auch die Bounce-Shots sogar bei ihm reingehen würden. Ich glaube, das dauert jetzt nicht mehr lange und dann rasselt es da im Karton. Ja, der lebt dann nur noch, also momentan. Ja, guck mal, der Leonid will es wissen. Da muss ich jetzt gerade hier... Schneider? Ne, es ist nicht der Schneider. Oder war es der Schneider? Ich weiß es nicht. So, da war es Taul. So, das konnte der Jan da hinten nicht mehr alleine halten. Ja gut, aber das müssen sie jetzt, ne? Ist zwar 4-2, aber die brauchen die Zeit, um nochmal aufzuholen. Auf jeden Fall. Ja, also tatsächlich ist es so, dass Kamen Edger jetzt halt den Break verloren hat, einfach gegen Breakout. Und sonst, das Midgame ging eigentlich. Also wieder Moped hat sich da unten schlecht verkehrt. Da wäre es jetzt eigentlich eher am Breakout gewesen, da ein bisschen fester zuzuschlagen. Das haben sie nicht gemacht. War von Kamen Edger soweit okay. Die hätten sich halt nicht beim Break ihre Leute auf der T-Bag-Seite knutzen lassen dürfen. So, ne? Leuchtturm fragt, Franzi, wie geht's dir heute? Oh, mir geht's sehr gut, vielen Dank. Leuchtturm 1337. Ja, Lied, Alter. Lied, Alter. Richtig Lied, Alter. Ja, ihr könnt es nicht sehen, wir haben hier einen ganz fantastischen großen Flachbildschirm, wo wir alle eure Kommentare sehen. Da gucken wir auch richtig ab und zu mal drauf, wenn wir ein bisschen Zeit haben. Genau. 30 Liter Kaffee, Messerstechereien.
Ja, und wie es der Franzi geht. Da sieht man mal, aber also wir sehen hier natürlich, welcher Anteil bei den Fragen aus welchen Bereichen kommt. Und da sieht man einfach mal ganz klipp und klar, wie weit Twitch doch hier abläuft. Ne? Ja. Das ist das Twitch-Logo. Wo bleiben denn da die Facebook-Kommentare? Ist Facebook mittlerweile echt hier so? Nee, wer es hat, Facebook ist... ja, danke. Wollte Facebook ich gerade sagen, ist Facebook ist oldschool. Die Tochter von hier, die von Stina. Scheiße. Nein, Stina. Ach, ich dachte, Facebook ist die Tochter von Scheiße. Ach, Facebook ist die Tochter von Scheiße. Nein, hier von Marlena, die Tochter, die hat mir gesagt, dass Facebook ist für alte Leute. Und ich bin ja jetzt schon MySpace. 25 gibt's noch. Und bin dann schon alt. Ja, das ist so, ne? Also tatsächlich, aber wir haben ja, wie gesagt, einen Instagram-Livestream haben wir ja augenscheinlich ja, noch nicht. Ja, die Facebook-Kommentare können wir im Moment auch nicht lesen. Ja. Deshalb wird auch nicht drauf eingegangen. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Aber die Facebook-Kommentare sind mit oben bei. Wenn ihr auch bei SchülerVZ schreibt, ich antworte da auch nicht. Einfach ja, mal auf bei SchülerVZ, Einfach mal auf eine aktuelle Plattform umsteigen. Mein VZ schickt mir immer noch einen Geburtstag. Ich wollte gerade sagen, der Marvin hat auch bei SchülerVZ immer nur einen Account, damit er behaupten kann, er hätte mal eine staatliche Schule besucht. Ja, es gibt's alles noch, haben wir uns sagen lassen. So, sogar MySpace gibt's noch. Da könnt ihr jetzt nicht kommentieren, aber ich würde sagen, dreimal Stream anbieten bei allen gängigen Geschichten kommt ganz gut bei euch an. Twitch ist halt ein Medium, ist halt als Medium nicht mehr zu unterschätzen. Hast du vollkommen recht. Solange auch noch alle Leute irgendwie hier online ballern oder online spielen. Guck mal, ich sehe gerade die Prognosen. Ja. Ja, die Votes sind wieder offen und sie sehen, ich hätte gedacht, das wäre ein bisschen deutlicher für Breakouts war. 57-43, denkt ihr da draußen? Und ja, momentan ist es eher so 60-40 für Breakouts. Pass auf, hier ist nochmal eine interessante Frage. Franzi, wenn der Gewinner feststeht, darf der Gewinner sein Gear mitbringen und nach dem Spieltag noch zum Ballern? Also darfst du auch ballern, wenn er möchte. Generell wäre es kein Thema. Das Problem ist nur, die Bundesliga-Spieltage und gerade die Meisterschaft gehen mega lange. Und wir haben nur bis 17 Uhr geöffnet sonntags. Das heißt, wenn hier um 16.52 Uhr der letzte Ball fliegt und dann noch Siegerehrung ist, dann wird es knapp. Das tut mir leid. Aber am Wochenende drauf seid ihr doch bestimmt wieder hier, oder? Ja, wir sind immer hier. Ihr könnt hier immer zum Ballern kommen. Und ich glaube auch, dass der Marvin nach dem letzten Spieltag gerne auch nochmal mit euch eine Runde One-on-One schießt. Oh ja, Marvin auf jeden mag Fall. Das gern. Also, der Marvin mag das gern. Wenn das nochmal ein zusätzlicher Anreiz ist, noch ein bisschen mitzuschätzen, gerne. Ja. Wenn euch mein Essen nicht langt. Ja, oder wenn er den Marvin nicht überredet bekommt, brecht er irgendwo ein Stück aus einem Hühnchen raus und lockt ihn damit. Ja, Dave ist auch schießt auch gerne One-on-Ones. Also alle schießen hier unheimlich gerne One-on-Ones. Bringt mal euren Stuff mit, vielleicht dürft ihr auch ein paar Pötte sammeln für die Jungs. So. Jetzt back to the game. 4-2, Breakout Spa und der Mau, der läuft weit. Der Mau läuft weit. Und da hinten der Manu kriegt da auch einen weg. Ja, trotz alledem Breakout hier auf der T-Pack-Seite, den Manu verloren, haben den Attacker da nicht mehr. Kamen Edger sieht gerade noch komplett live dort aus. Schubi zieht jetzt... Ah, nee, Entschuldigung, ich sehe es gar nicht. Ich habe gar nicht gesehen, dass der Mau wirklich das T-Pack 50 direkt geladen hat. Guck mal, dann nennt er mich Muscle Kid. Was geht denn? Muscle Kid oder was? Ja, das hat der Kyrill aber schön gesagt. Toll, ja, danke. Genau. Danke, Kyrill. Ja. Wir nennen ihn immer den kleinen Hunger. So, ein bisschen Verhalten jetzt. Jetzt natürlich super stabile Situation nach vorne für den Mauer, der im T-Pack 50 einfach das halbe Feld drüber abschneiden kann. Und der Nick, der hier den zweiten Cross-Schuss da hinten auf den Schubi hat und einfach nur den Schubi da hinten ausblockt, der da nicht viel tun kann. Also es wäre für mich eigentlich angenehm, wenn irgendjemand mal dem Mau helfen würde. Der Nick probiert das über große Distanz. Und der Nick eigentlich, aber ich glaube, ich habe so den Eindruck, als ob es das war, was sie trainiert hätten. Weil ich glaube gerade, dass wirklich, also das ist Oldschool-Zonenspiel. Die liegen zwei Punkte vorne. Der Nick und der Mau schneiden das Feld ganz weit vorne für den 50s ab. Der Schubi versucht und kommt nicht da durch. Aber wenn er durchkommt, ne, dann ist halt vorbei. Ich denke, also, wenn was passiert, passiert was über die Snake hier. Der Jan Köhlinger, kann das sein? Jetzt ist immer... Ich habe echt den ersten Mal. Ich glaube, nee, rote Maske, das ist der Moped hier in dem Wing. Und Aber der Timo Reck, der Moped, in dem Moment läuft der Schubi durch, bunkert den Mau. Ja. Aber der Smotop versteht es und macht das Feld breit. Ja, jetzt ist die Frage, ob der Timo mal, das. Der Bob lebt noch. Bob, nein, lass dich den checken. Bob, schau gerade aus. Oh Gott. Aber der Timo hat ihn auf dem Schirm gehabt, hat ihn aber nicht geschossen. Aber wer ist das ist nicht Timo Reck, das ist ein Thorsten Brunstering, oh, der in der Fehler. Snake liegt. Ist nicht schlimm. Ich will ist der Axel kein Klugscheißer sein. Oder was? Axel gegen Thorsten. Nee, der Smotrov ist ja auch noch hinten da. Den hat er geschossen. Nee doch nicht, oder? Nee, das war der Schubi, der da hinterher stolperte. Da ist doch der Knauf. Da im T-Pack. Ah, krass. Ja, Entschuldigung, da war diese Säule. Ja, also da ist er jetzt auch raus. Also das konnte auch nicht lange reißen, da alleine in der Snake gegen die beiden Positionen.
Der Schubi hat aber, also der Schubi hat erkannt, was passiert und hat alles richtig gemacht. Ne? Der ist aufgestanden in dem Moment, wo die Strafe kam. Der hat den Ref laufen sehen, ist aufgestanden, hat den Mau gebunkert. Ja. Und leider Gottes ist in dem Moment halt eben die Strafe hier für Kamen Edge auf der Seite. Ich glaube, der Jan Stieber oder dahinter der Schneider hat es kassiert. Einer von beiden müsste es gewesen sein. Ja, ich glaube, der Stieber hatte irgendwie was an der Maske oder sowas. Ja. So wie das ausgesehen. Guck mal. Ist schade, sah eigentlich wirklich so aus. Also 2 Sekunden, da sieht man mal, dass es halt auch im Paintball doch ab und zu mal ein Glück gibt. Ich sag mal, wäre das nicht passiert hier und der Schubi wäre da durchgegangen, dann hätte Edge den Punkt sehr wahrscheinlich gemacht gerade. Ja, das wäre der Anschlusspunkt für sie gewesen und dann hätte ich auch gesagt, es ist noch offener, als es jetzt vielleicht sein kann. Wann spielen die Hurricanes? Wann spielen die Hurricanes? Die Hurricanes spielen in dem übernächsten Block. Und zwar gegen Rain of Fire. Und in dem Block spielen auch wir, die Preds, gegen Breakout Spa. Ist das wahr? Mhm. Tatsache, hier. Wer moderiert dann? 1, 2, 3. Das wird dann hoffentlich das wird dann aller Wahrscheinlichkeit nach der Disco machen. Ja, und irgendjemandem. Voll gut. Ach so, hier oben sind wir. Haben wir eigentlich davor, sag doch mal, was sagt denn das professionelle Steiner dein? Haben wir dazwischen noch eine Pause? Zwischen diesen Blocken? Achso, nee, Quatsch. Normalerweise ist nach Block 9. Okay. Ja, steht hier. 5, 6, 7, 8, 9. Also nach dem Spiel Dark Sun. Richtig, Fast and Deadly und M-Step. Also wir sehen die Hurricanes. Soll der Mittagessen sein. Und weißt du, was es heute gibt? Nee. Franzis Bolognese, also fränkische Bratwurst. Falls ihr jetzt noch zu Hause seid, Hunger habt Bratwurst. Und euch denkt, wie kriege ich jetzt noch was, dann kommt ihr einfach gleich vorbei und holt euch bei der Franzis fränkische Bolognese. Ja, aber ich muss ja jetzt auch gleich spielen, ne? Weil ich spiele heute auch. Machst du auch noch? Wie machst du dich in der ersten? Für Ed, ja. Franzis fränkische Bratwurst Bolognese, korrekt. Ich spiel für Hurricanes, wollte ich gerade sagen. Aber der Tom quatscht hier rein jetzt, der verwirrt mich schon wieder total. Mach dir keine Sorgen, die haben den Mo auch schon wieder aus dem Urlaub geholt. So, also. Nein, nur mein Trigo ist heute dabei, weil der aber Steiner mal, der ist halt ganz Stuff der steht auf dem Platz. Können wir, der Mo ist einfach schon mal da, hat sich gedacht, ich geh schon mal raus und brülle einfach jeden von den Pennern da an. Ja, aber weißt du, zu Recht. Ja, zu Recht, zu Recht. Einfach mal ein Statement setzen. Aber pass mal auf, wie es jetzt hier scheppert, der geht über die Snake. Pass mal auf, hat es direkt gesagt so. Guck mal, der geht über die Snake-Seite, ich sag's doch. Oh, aber der Jan hier vorne direkt in den Wing kommt da sauber an. Super Break, der ehrlich Bob gesagt, auch. Für Kamen der Edger. Bob alive, Schubi alive, der Jan Stieber hier alive. Breakout. Oh, und da lässt der Jan ganz ungewöhnlich für den Jan, dass er da wirklich die Line nicht auf die T-Packs rüberhält. Ja, aber vor allen Dingen, der Manu macht drei Leute. Der hat es direkt ausgenutzt. Drei Leute macht der fit. Ja, der Einzige, der ihn auf dem Schirm hat, ist der Bob und der Bob holt den Trader raus. So. Der kriegt eine Strafe. Der Manu sagt es richtig. Warum kriegt der keine Strafe? Der kommt doch, die Strafe. Für den Bob? Ja, natürlich. Für den Bob hätte er die. War doch kein Spinning. Doch. Der Bob hat die Gun drauf gehabt. Der Bob ist beim ersten Snap schon getroffen worden. Okay, und dann hat der Ref ihn aber nicht gecallt. Nee, der Ref hat out gezeigt, aber hat danach dann clean gezeigt. Der Ref hat jetzt irgendwie. Also so, Versagen. Wenn dem so sei, weil ich dachte, der Bob wäre wieder reingegangen, hatte als einziger auf dem Schirm, dass der Manu da kommt. Nee. Der Ref hat da gerade ein bisschen. Ganz echt, ehrlich gesagt, scheiße gelaufen. Der Fehler, der passiert ist, war wirklich, dass der Jan in dem Moment gerade nicht die Line auf den Manu dazugehalten hatte. Sonst wäre auch das, glaube ich, ganz anders ausgegangen. Aber der Manu hat den halt getroffen beim Running Gunning, hast du gesehen? Ja. Das war, also der Junge, der ist auch... Dann hat der Manu wirklich drei Leute da mit der Aktion abgerissen. Das kann man schon mal machen. Liebes Kommentatoren-Team, könnt ihr versuchen, dass Herr Rippel hochkommt? Nee. Der Herr Rippel hat da unten gerade eine gute Zeit auf dem Feld. Hier Breakout sehe ich hier unten schon. Die geben sich schon alle hier High Fives in Kette auf dem Feld. Aber du kannst ihm gerne bei Instagram folgen. Ja, aber es ist schön, dass du liebes Kommentatoren-Team sagst. So, ich mag Flachner das immer, wenn Leute gut erzogen sind. Flachner halt auch mal. Ja, der spielt ja gerade. Naja, halt nicht jetzt, halt später, wenn er mal nicht spielt. Danach also, kommt er hoch. Der Nick ist doch ein anständiger Kerl. Ich muss jetzt kochen. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ich habe nicht alles genannt. Auf zur Bolognese. Genau. Und wenn noch einer was essen oder trinken will, kann er natürlich auch zur Bundesliga jetzt vorbeikommen. Und oder er schaut weiter Livestream. Und du schickst uns natürlich den lieben Disco hier schon mal hoch, weil der ja gar nicht so viel zu besprechen hat mit seinem Team, weil die gewinnen ja heute alles. Ja, mach genau. Viel Spaß noch. Ade. Rüber. So, gehen wir mal. Tschüss, Franzi. Kommt auch aus dem Stream. So gut, Koch. So, ja, tatsächlich echt aktiv. Hier wurde eben gesagt, das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, hier wurde eben gesagt, dass Twitch auf Konsolen läuft. Ja. Habe ich ehrlich gesagt so noch nicht drüber nachgedacht, aber das ist natürlich ein Punkt für die Leute zu Hause. Anteil bei Twitch hier echt hoch, gucken viele Leute. Wir kriegen bestimmt auch mal Gesamtzahlen nachher irgendwie von der Regie hier hoch.
Also 170 sind, glaube ich, jetzt alleine im Twitch-Stream, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und als letztes Mal, also gestern, als ich hier oben war, da hatten wir was, Höchstzahl. Um die 200 bei Facebook habe ich gesehen, ja, als ich geguckt habe. Ich glaube, Höchstzahl, was hat mir 600 Leute kombiniert oder sowas? Kombiniert oder wird wahrscheinlich, das könnte ich mir gut vorstellen, so um die 600 Weiß Leute. Gar nicht mehr ganz genau. Also schon stabil, ne? Natürlich auch hier ganz gut gefüllt. Tribünen, ja, geht so. Sind jetzt gerade noch ein paar Teams oben. Ist allerdings auch heute ein bisschen, ja, Hin- und Her-Wetter. Es hat zumindest noch nicht geregnet für Solms, muss man ja auch mal sagen. Das ist strahlender ist Wolkenschein hier. Strahlender Wolkenschein, wollte ich gerade sagen, ja. Also eigentlich für Solms ziemlich gutes Wetter, kein Grund sich zu beschweren. Ihr habt es gehört, es gibt Franzis Bolognese, es gibt fränkische Rostbratwürste, gibt keinen Grund nicht vorbeizukommen. Ganz genau. Ja, aber bevor ihr fahrt, teilt ihr nochmal den Livestream, teilt alles, was ihr gibt. Checkt nochmal aus, für die, die es noch nicht gesehen haben. Wir haben wieder ein Paintball-Printmagazin, wenn ich den Kaffee nicht gerade umwerfe. Ein Paintball-Printmagazin, wer macht das denn? Das macht, glaube ich, der Karl Plinke von Paintball Sports. Habe ich das richtig im Kopf? Das ist Wirklich richtig. Etwas durch den Kopf? Nein. Nee, das ist richtig. So, ich habe auch tatsächlich selber nicht reingeguckt, obwohl ich glaube, dass ich hier vom besten Paintball-Forum der Welt sogar eine Anzeige drin habe. Da könnte man